Wir sind da! Okay. So, Leute, wir sind angekommen in unserem Hotel. Was haben wir für uns gemacht? Da was geht ab? Das bin ich und das ist das Klo und das ist das Waschbecken und das ist das Bad und das ist das Badezimmer. Dann gehen wir weiter. Guck mal, perfekt für mich. Ein Riesenspiegel. Für mich, extra für mich. Die dachten so, oh, Denise kommt. Dann machen wir einen Riesenspiegel. Hier ist unser Bett, in dem wir dann liegen werden. Und während wir dann liegen, gucken wir dann Fernsehen. Wieso haben wir ein iPad? Keine Ahnung. So. Wir haben ein iPad. Okay, wir haben ein TV, wir haben ein iPad hier drin. Wir haben ein Bett. Wir haben ein Safe und einen Schrank und einen Riesenspiegel und einen Flur und einen Romeo. Und wenn wir aus dem Fenster schauen, könnte man denken, wir sind im Erdgeschoss. Aber wir sind im dritten Stock. Dankeschön, Baby. Dankeschön. Guck mal, dieser Spiegel. Die haben an mich gedacht. Die haben an mich gedacht. Die haben an mich gedacht. Mich. Okay. So, Leute. Wir sind im Holocaust-Denkmal gerade mittendrin. Und da ist der liebe Romeo. Der filmt. Und wir haben beschlossen, jetzt einmal durchzulaufen. Ich war jetzt vielleicht so oft hier, aber ich bin noch nie wirklich durchgelaufen. Wir sind da! Okay. So, hiermit haben wir jetzt bewiesen, dass wir in Berlin sind. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Tschüss! Ich muss ja sagen, für einen Sonntag ist das fucking voll hier. So, dieser Typ ist in 2017, während dieser Typ irgendwo im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert irgendwo hängen geblieben ist. Bra. Welcome to Berlin. Das Geile ist, eigentlich sind da Pferde vorne, die es ziehen, aber das ist Elektro. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Der ist in 3017. So, meine Lieben, wir stehen vor der ehemaligen Berliner Mauer. So sieht es übrigens überall aus, wo mal eine Mauer stand. Heute können wir ganz einfach rüberlaufen, natürlich. So, jetzt laufen wir weiter Richtung Checkpoint Charlie. So, da ist der Checkpoint. Der Checkpoint Charlie, der Checkpoint Charlie mit den US Army. Wie es aussieht, haben wir uns jetzt mega verlaufen. Beziehungsweise wir haben nur nach einer Shisha-Bar gesucht. Und wir sind irgendwo gelandet mit vor viel Essenmöglichkeiten und so, aber nichts, was wir gebraucht haben. Wir laufen gefühlt schon 2 Stunden. Mhm. Gefühlt das 2 Stunden schon. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Ach, wow. So, die nächste Frage ist, wie heißt Barack Obama mit Nachname? Boah, der hat mich gerade, ey, der hat mich gerade, ey. Hitler, kann das sein? So, was geht da, Leute? Wir sind jetzt wieder zurück. Und wir konnten dann nicht vloggen, weil wir waren die ganze Zeit unterwegs, haben die Stadt ein bisschen so angeguckt und so. Und jetzt sind wir wieder im Hotelzimmer. Sorry. Sie hat jetzt ihren letzten Geschenk gekriegt. Ja. Jetzt müssen wir was zum Auspacken, weil die liebe Denise ist jetzt 21 Jahre alt. Woo! Alles Gute. Also, was ich bekommen habe, ist dieser Pulli Design bei A$AP Rocky. Wie soll ich zeigen? Ich hätte so Rückkamera benutzt, oder? So. This is the front, this is the side, and
This is the bag. Yeah. Fresh Pulli. Und da der Pulli ja so fresh ist, habe ich mir auch einen zugeleckt. You boys. Ist da. Und das ist richtig schön. So, morgen haben wir noch den ganzen Tag Zeit und jetzt haben wir dann, gehen dann ein bisschen Tourismus, guckst du, was noch abgeht. Yes.